gab ja in Deutschland über eine lange Zeit nur zwei große Glaubensrichtungen, denen sich die Menschen verschrieben haben. Bayern München und Borussia Dortmund. Und die christlichen Kirchen. Aber die Kirchen sind ja in der Krise, immer mehr Gläubige treten aus. Ganze Landstriche sind schon atheistisch. Wenn man da was vom Neuen Testament erzählt, denken viele, sie hätten geerbt. Mit dem Bedeutungsverlust der Kirchen ist natürlich nicht die Sehnsucht des Menschen nach Religion und Spiritualität verschwunden. Das ist nur heute alles viel individueller. Viele Menschen können sich nicht mehr einsortieren in die klassischen Religionen. Die wollen individuelle Lösungen und deswegen liegt ja Esoterik so im Trend. Also Wahrsagerei, Astrologie, Geistheilung. Es wimmelt ja nur so von Erleuchteten, die immer schon mal irgendwas mit Medium machen wollen. Ich habe eigentlich gar nicht so viel Lust, mich mit diesem esoterischen Krimskrams zu beschäftigen, weil ich ein sehr rationaler Mensch bin. Aber dann stand heute in meinem Horoskop, ich sollte mal was Neues ausprobieren. Dann habe ich gedacht, das ist ein Zeichen. Es ist auf jeden Fall ein boomender Wirtschaftszweig, das kann man sagen. Die Branche setzt in Deutschland jährlich um die 20 Milliarden Euro um. Das muss man sich mal vorstellen. Die Deutschen geben mehr Geld für Esoterik aus als für Bier. Kann man nicht vergleichen. Ich weiß, Bier hat eine Wirkung. Aber die Beträge sind doch wirklich beeindruckend. Es vergeht kein Monat ohne irgendeine Esoterikmesse irgendwo in diesem Land. Die Esoterik- und Naturheiltage Magdeburg, die Einssein-Messe oder auch die Heilernacht am linken Niederrhein oder das Lebensfreude-Festival in Travemünde. Nicht zu vergessen, der Kristallkongress, 10 Jahre gesund sein, gesund bleiben im schönen Miesbach und natürlich Woli, die Wohlfühlmesse in Chemnitz. Woli, die Wohlfühlmesse, finde ich supi. Also das Geschäft mit dem Glauben brummt wie ein indisches Mantra. Heutzutage natürlich auch ganz stark im Netz. Alleine auf TikTok finden sich unter den Hashtags Crystal Talk und Crystal Healing mehrere Milliarden Beiträge. In denen wird dann erklärt, wie Rosenquarz in der Liebe hilft, wie Sodalit die Bindung zum eigenen Selbst stärkt oder wie ein Amethyst Kopfschmerzen lindert. Zumindest laut TikTokerin Jasmin Schmidt. Oh, aber ich glaube, ich mache erstmal später weiter. Ich bekomme gerade so Kopfschmerzen. Ich helfe dir. Wie? Leg mich auf deine Stirn. Mein Hauptchakra ist das Kronenchakra. Wusste gar nicht, dass so viel in dir steckt. Besser. Danke, Amethyst. Danke, Amethyst. Eine Wunderheilung. Und was für eine schauspielerische Leistung. Von beiden. Till Schweiger hätte es nicht schlechter machen können. Diese Esoterikerinnen sind teilweise echte Superstars und füllen riesige Hallen, wie diese Arte-Dokumentation sehr eindrucksvoll zeigt. Die Berlinerin Laura Marlina Seiler ist der Superstar der spirituellen Szene. Ihre Ratgeberbücher sind Bestseller. 14 Millionen Mal wurde ihr Podcast heruntergeladen. Gleich tritt sie in der Münchner Olympiahalle auf. Vorher Andrang am Fanstand. Und jetzt machen wir Folgendes. Du nimmst deine Arme nach oben. Sehr gut. Und du stellst dir jetzt vor, wie du dieses universelle, göttliche Ja, diese Energie aus dem Universum in deinen Körper ziehst mit Yes, Yes, Yes. 1, 2, 3. Yes, 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 Ich habe 28 Yes gezählt. 28 Mal Yes und jedes Yes sind für diese Frau 1000 Steine. Und damit meine ich keine Kristalle. Auch Tarotkarten sind sehr gefragt. Pendel natürlich verkaufen sich sehr gut. Wahrsager werden gebucht. Es gibt Erzengel-Raumspray für 35 Euro. Raumspray Erzengel Gabriel verbindet angeblich mit dem göttlichen Licht. Bei mir hat es nicht funktioniert. Ich habe aus Versehen statt Raumspray Erzengel Gabriel Sigmar Gabriel bestellt. Ganz anderes Raumspray. Jetzt stinkt die ganze Bude nach Bratwurst. Sehr gefragt sind auch esoterische Kurse. Karma atmen, Rückführungen in frühere Leben. Viele sind ja überzeugt, dass sie in früheren Leben zum Beispiel mal eine Hexe waren oder eine ägyptische Prinzessin oder ein Zauberer oder eine Wanderhure, ein Schamane oder ein Adler.
was ich immer erstaunlich finde. Warum waren eigentlich alle was Besonderes? Druide, Hexe, Prinzessin, Zauberer. Warum habe ich noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, du, ich habe Rebirthing gemacht und du glaubst es nicht, ich war im früheren Leben Sachbearbeiter im Ordnungsamt in Recklinghausen. Sagt keine Sau. Man war früher ein alter Olivenbaum. Kein Mensch war früher Wischmopp. Irgendwer muss doch auch Wischmopp gewesen sein. Dieser ganze esoterische Firlefanz erfüllt natürlich unsere Wünsche danach, dass es jenseits dieser sichtbaren Welt noch andere Dinge gibt, die wir nicht sehen und nicht verstehen. Und ja, jeder soll glauben dürfen, was er will. Im Prinzip kann man das so sehen. Selbst wenn nur der Placebo-Effekt wirkt, kann man ja sagen, ist mir egal. Es macht ja keiner was Böses. Aber dieser Glauben kann natürlich auch gravierende negative Folgen haben, sagt die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Wir haben Leute am Telefon, die sagen, meine Frau will sich von mir scheiden lassen, weil ihr die Wahrsagerin das geraten hat, weil ich das falsche Sternzeichen bin. Wir haben Krebskranke, die völlig verzweifelt sind, weil sie sich auf irgendeine Schwachsinnstherapie eingelassen haben und deswegen die Chemotherapie abgebrochen haben. Also das schadet ganz massiv Menschen und deswegen muss man sich darum kümmern. Ja, da ist es dann gar nicht mehr lustig. Das Wort Esoterik steht ja für Geheimwissen, das nur einem eingeweihten, erleuchteten Personenkreis zugänglich ist. So wie ein Witz, den man erzählt und dann als einziger drüber lacht. Ich kenne das von unseren Themenkonferenzen. Ja, also ich kann das nachvollziehen, etwas Besonderes zu sein, einem exklusiven Kreis von Wissenden anzugehören. Wahrscheinlich ist das auch ein Grund, warum Menschen sich zu Heilern und Seelencoaches und Gurus hingezogen fühlen. Wie zum Beispiel zu diesem hier. Dass Sie da sind. Ich habe solche Schmerzen. Moment, Sie sind nicht vom Rettungsdienst? Nein, besser. Ich bin vom Reinigungsdienst. Tarotreiniger und Esofluencer. Aua! Ja, um Ihre Aura kümmere ich mich auch sehr gerne. Der Tarotreiniger. Mein Horoskop? Ja. Darf ich? Jetzt kann ich endlich entscheiden, welche Ausbildung ich anfange. 250 Euro macht das dann. Ja. Plus 50 Euro Auspendlerpauschale für die Zustellung. In wenigen Tagen schmerzfrei. Oh, kannst du mir kurz 50 Euro? Wie hört sich das für Sie an? Ja, gut. Wenn das möglich wäre? Na klar, ist das möglich. Durch positive Energie. Ja, also positives Denken. Von diesem Kristall. Nur mit dem funktioniert das zu 100%. Und schnell. Aha. Einfach über Nacht neben das Bett stellen. 850 Euronen. Oh. Ja, aber die Energien heilen genau dort, wo der Schmerz herkommt. Und zwar aus Ihrem vorherigen Leben als Steinmetz auf Burg Winterfell. Ich hole deinen Sparstrom, Opa. Namastechen, ihr lieben Seelen. Ich konnte gerade einem ganz tollen Menschen mit einem Heilkristall helfen. Und das war so berührend und das wollte ich einfach mit euch teilen. Und ihr wisst ja, ihr könnt mich jederzeit über meine Hotline erreichen und auch in meinem Online-Shop so einige Sachen finden. Zum Beispiel. Ja. Hallo, wie kann ich helfen? Hallo, bräuchte was gegen diese Traurigkeit. Also aufstehen ist bei mir oft schwer. Ja, da hilft eine Flasche Einhornöl. Also die habe ich auch in der Familienpackung da, kostet einen Ticken mehr dann. Ich habe keine Familie mehr. Irgendwie ist alles sinnlos. Ich biete auch Jenseitsgespräche an. Aus dem Festnetz 9 Euro die Minute, Mobilfunkpreise können abweichen. Nee, es geht ja um meine. Also ich habe eine innere dunkle Wolke, die soll ja weg. Was da immer hilft, ist eine Naturenergiefernheilung für ein Tausi. Übers Internet jetzt? Wieso? Ach so, ja, das können wir ja auch ohne Internet machen. Das mache ich dann aus dem Homeoffice. Pass auf, Folgendes. Du überweist das Honorar und ich leg sofort los, dann ist bis morgen früh um 8.30 Uhr okay. Die dunkle Wolke weg. Garantiert. Wie klingt das? Ja, das wär schon gut. Ich mache eine Online-Überweisung. Perfekt, ciao. Der Tarotreiniger. Sie haben angerufen. Ja, kommen Sie rein. Danke. Oh. Na, ganz schön blockierende Energien hier. Okay. Da hilft nur Engelwasserspray, 50 Euro. Ja, wenn's hilft. Das beseitigt erstmal das Gröbste. Da kommt man, ja, geht. So, hier, gucken Sie sich das mal an. Oh. Rechnung und Insolvenz schreiben, das ist einfach alles irgendwie. Ich habe so Angst, dass das Finanzamt oder der Gerichtsvollzieher. Ja, ganz klarer Fall, ich muss hier erstmal ausräuchern. Gerne, alles was hilft. Danach strömt der Finanzfluss hier auch wieder besser. Ich habe hier ganz tolle kubanische Stäbchen. Klar, gerne. 30 Euro das Stück. Die wirken immer super. Schluck Mondwasser. Das entkrampft die Zirbeldrüse. 20 Euro. Pro Schluck. Und auch in meinem Online-Shop so einige Sachen finden. Zum Beispiel mein Buch, aber auch
neu im Food-Sortiment einen Karma-Schinken für eine sättigende Reinigung. Polizeinotruf, wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe dir mal die Karten gelegt. Das sind meine EC-Karten und das die Kreditkarten von der Arischen Volks- und Leibeisenbank. Für heute macht das dann 849,50 Euro plus Mehrwertsteuer. Liebe Gemeinde, wir haben uns versammelt, um Abschied zu nehmen von der ganzen Sendung Extra 3 bei YouTube. Werden fortan einzelne Teile weiterhin in den irdischen Kreisen dieser Plattform unter uns weilen, geht die gesamte Sendung in voller Länge ab jetzt in die himmlische ARD-Mediathek. Im Namen des Tatorts, des Samparonis und des Heiligen Quistuels Panoramen.